Hallo und herzlich willkommen. Ich nehme euch heute mal mit auf eine Runde The Hunter Call of the Wild. Ich bin gerade ganz frisch ins Spiel. Ich weiß gar nicht, was habe ich eigentlich am Start. Ich habe die 243. Was wollen wir eigentlich für. Was haben wir denn für Missionen? Geh in den Südosten von Petersheim. Schieß ein Foto von einem Dammhirsch mit dem Königssee im Hintergrund. Das habe ich mal versucht, das war nichts. Was ist das hier? Achso, das war das Jäger 6. Erlege zwei Dammhirschen mit einem Gewehr des Kalibers .243 und verwerte sie. Erziele dabei mindestens eine Goldpunktzahl. Sollen wir das mal versuchen? Erlege zwei Rehe mit einem Gewicht von jeweils 25 Kilo mit einem Bogen und verwerte sie. Was ist das hier? Zwei Rufe von verschiedenen Füchsen am Petersheiner See. Wo ist denn der Petersheiner See? Was haben wir eigentlich dabei? Wir haben die 7 mm am Start. Okay, wir könnten den Bogen noch ausrüsten, notfalls. Ne, den haben wir. Den haben wir auf 4 liegen. Ja komm, das passt, denke ich mal, so einigermaßen. Keine Ahnung, wir werden sehen. Dammhirsche soll ich erlegen. Wo legen wir die? Wildschwein. Wildschwein. Rehbedürfnisgebiet. Dammhirsch, 5 bis 9. Wie spät haben wir es denn? 15 Uhr. Dammhirsch. Fuchs. Dammhirsch 9 bis 13. Dammhirsch 13 bis 17. Komm, wechseln wir das Gebiet. Schnellreise. Komm, wir fahren da, gehen da rüber und sausen da runter. Wir haben es 15 Uhr. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwie. Wir müssen diese Richtung. So halb rechts. Also, auf geht's. Ich versuche mal mein Glück. Schöner sonniger Tag. Wir werden sehen. Ich bin nicht der. Kein Jäger. Im Real Life, ich habe eigentlich quasi gar keine Ahnung. Wir ballern einfach mal ein bisschen drauf los. So der Plan. Das heißt, hier wird auf gar keinen Fall alles korrekt ablaufen. Denke ich mal. Die Musik ist brutal laut, oder? Können wir die eigentlich ein bisschen Ton. Musik. Na, das ist ja nett von dir, junges Fräulein, du mir hier ein paar Koordinaten schickst. Nur deswegen baue ich die Dinge auf, wegen dem XP-Bonus. Ich habe fast noch nie aus diesen hier raus gejagt. Ich weiß nicht warum. Ich habe manchmal so. Manchmal stehen die für mich ein bisschen falsch. Da kann es da passieren, dass sowas wie hier 10 Meter weiter hinten steht und das ist dann so ein kleines Tarnzelt. Ja, das bringt mir natürlich gar nichts an der Position, weil ich würde ja gern vielleicht da runter gucken. Also da gibt es schon so Dinger.
Stammhirsch, da haben wir doch schon was. Schau mal her. Prunftschrei. Wo hab ich eigentlich... Ich muss gucken, warte. Ich, sehr wahrscheinlich habe ich... Geruchsreduzierer. Den könnte man doch eigentlich mal hinspringen. Pass auf 8. Habe ich den? Weil wir sind nämlich windtechnisch. Sieht das schlecht aus. Lockmittel. Da ist er doch. Den tun wir doch mal auf 8. So. Ist der überhaupt der richtige für Dammhirsch? Das Wildschwein. Ich guck schnell. Wie gesagt, nix Profi. Diese Geweihrassel. Dammwild. Die ist besser. Also auf 5. Die haben wir da liegen. Windtechnisch stehen wir ganz schlecht. Aber wir werden sehen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so... so ein bisschen Lust quasi hier rüber zu laufen. Weil es hier so schön sonnig ist. Rothirsch. Den brauchen wir nicht unbedingt. Habe ich nicht irgendwo. Hirsche. Hirsche. Rothirsch. Packen wir auf 7. Hm? Ich schaue jetzt mal ein bisschen über diese an oberen Bildschirmrand. Vielleicht können wir den ja hier ein bisschen rauskitzeln aus dem Gebüsch. Wenn er so nah ist. Der war nicht schlecht, der Schuss. Könnte sogar ein Herztreffer gewesen sein. Das werden wir gleich sehen.
Sie ist zwar kein Dammhirsch, aber... Ja, da schon her. Ja. Dreimal 100%. Herz, Muskel, Lungen, Flügel links. Ja, haben wir sauber gesetzt. Allerdings eine Silberwertung. Sind so, weiß ich auch nicht. Wie das da zustande kommt. Laufen wir mal ein Stück weiter. Und schauen wir mal, was wir noch so alles finden. Vielleicht finden wir den Dammhäuser noch. Hier mal seine Spur aufnehmen. Rote Strabend. Ein Weibchen. Die andere Richtung. Also, die kam uns entgegen. Die Dame. Ist nach da gelaufen. Wobei die mit dem, durch den Schuss mit Sicherheit, denke ich mal, weggelaufen ist. Ich werde die mal callen. Vielleicht kriegen wir eine Antwort. Da haben wir sie schon. Hier ist der Wind günstig für uns. Er kommt direkt von vorne. Ich geh mal hier. Ups. Das Wetter wird schlecht. Vielleicht denkt sie, ah, mein Mann hat hat sie doch überlebt. Werde ich mal gucken, wo er sich rumtreibt. Weil so eine kleine Familienzusammenführung wäre doch auch ganz nett. Lass dann nur Zeit. Kein Problem. Sonne kommt raus, Wetter ist schön. Passt. Ist ein Männchen. Mist. Müssen wir mal schnell die Spur aufnehmen. Ich glaube, er ist verstorben. Tödlicher Treffer. Laufen wir mal dem schnell hinterher. Das war falsch, oder? Ich
falsch abgebogen. Hier. Ist die Blutspur. Ja, komm. Wir können jetzt nicht. Eins nach dem anderen. So der Plan. Welche Richtung? Die Richtung. Ah, da liegt er. Der ist ein bisschen weit gelaufen. Da ist der Fuchs. Oh, schau her, wie er da liegt. Kapitaler Kamerad. Na, so schlecht ist es gar nicht. Aber Effizienzbonus, weil er noch so weit gelaufen ist. Ne? Lungenflügel links und rechts. Hier beide sauber durchschlagen, aber da haben wir nur einen Effizienzbonus von 14%, weil der so weit gelaufen ist. Den Fuchs werden wir nicht zu Gesicht bekommen. Da müssen wir uns deutlich leise verhalten. Obwohl, so ein Hirsch ist ja auch nicht ganz verkehrt. Komischerweise ist noch ein Männchen. Rothirsch. Rothirsch ein bisschen callen. Ne, was war das? Rothirsch? War das ein Rothirsch? Da war das ja wieder so einer. Ist wieder leise. Rothirsch. Weibchen. Wir bewegen uns mal auf die Dame zu. Langsam, aber stetig. Etwas schneller gehen. Der Wind steht aber extrem ungünstig. Ich leg das mal auf 9. Da reduzieren wir mal nochmal unseren Geruch ein bisschen. Es ist schon 18 Uhr, also der ist schon vergangen. Die Wirkung.
eins. Schau her, sauber. Aber nur eine Bronzewertung. Trotzdem nehmen wir das mit. Das reicht uns also für unsere Challenge, reicht es nicht. Das Kaliber war ja das richtige, die 243. Eine Goldpunktzahl. Also eine Herausforderung. Da brauchen wir sehr wahrscheinlich ein männliches Tier. Denke ich. Vielleicht wäre auch eine höhere Empfindung. Besser, das weiß ich aber leider nicht. Das war dumm. Ich renne auf der Straße entlang. Nicht auf der Straße entlang. Ich kürze das mal hier ab. Es kostet zwar ein bisschen was, wenn ich hier die Nacht verbringe. Ich weiß gar nicht, ob das mit oder ohne Frühstück ist, die Übernachtung. Ich hoffe mit Spiegeleier und Speck, ja, was man halt so braucht für die Jagd. Ich habe mir schon gedacht, dass ich da wieder nicht reinkomme und nicht hochkomme. Das ist echt unglaublich, man kann hier nicht über den Zaun steigen. Welche Kabine nehmen wir denn die hier? Oh, fix und fertig sind wir. Zweihundertfünfzig. Hier ist es nicht gerade. Würde ich mal behaupten. Jetzt. Oh, schau mal her. Eben ist noch da hinten der Mond aufgegangen. Jetzt geht die Sonne auf. Schau mal, wie das hier reinscheint. Indian Summer. Richtig klasse. Schauen wir doch einfach mal hier auf die Wiese. Ziemlich weitläufig hier. Zufällig. Hier noch jemand anders frühstückt. Sieht nicht so aus. Machen wir die Karte auf. Hier haben wir noch keinerlei Gebiete aufgedeckt. Wir könnten mal zu diesem Hochsitz oder was auch immer das ist. Spurten. Das Licht brauche ich gar nicht mehr. Das
groß machen. Sobald wir irgendeinen Ruf hören, machen wir natürlich gleich wieder langsam. Aber jetzt schauen wir erstmal, was das ist. Wie geil ist das denn, hä? Schau dir das an. Krass. Ist schon irgendwie. Ist schon schön. Hä? Oder? Ich finde schon. Muss mal ein Foto schießen. Jetzt regnet's. Machen wir gleich noch ein Bild. Wir können auch mit P ein Foto schießen. Great photo. That'll do it for sure. Do you know who Dr. Bandari is? He's heard of you at least. From Gerlinde, I wager. Bandari is a biologist and works for the European Bison Advisory Organization. They've been working on introducing the bison to Central Europe, with much success. The population has thrived, but progress has been hampered recently by a disease of some sort. Bandari was wondering if you could help him get a blood sample from a diseased bison in Tichenau. The organization would compensate you for your efforts, of course. Das machen wir. Aber warum habe jetzt ich hier... Das nehmen wir an. Ich habe für das Foto was bekommen. Keine Ahnung, warum. War anscheinend irgendwie eine Mission, die ich mal angenommen habe. Konnte mich aber gar nicht mehr dran erinnern. Jedenfalls. Warum nicht? Ist ja hübsch. Wir steigen das Ding hier mal. Komm, wir tun nochmal das Fernglas raus. Und machen hier mal ein Wie heißt denn das dann eigentlich, wenn man hier so vom Hochsitz aus Lauerjäger? Das haben wir hier alles schon freigeschalten. Bei den Pistolen haben wir noch kaum was, weil ich gar keine habe, oder? Habe ich eine Pistole? Ich glaube nicht. Flinten haben wir auch noch nichts. Bogen haben wir schon einiges. Kein E mehr. So, auf alle Fälle ein Reh. Und Reh machen wir hier diesen. Und wenn wir Glück haben. Und lang genug warten, so halbe Stunde, Stunde. Immerhin haben wir hier dieses schöne Tarnnetz im Bild hängen. Das macht das Ganze gleich ein bisschen freundlicher. Ich meine, ist auch schön, ne? Aber schau dir das an. Wenn du so ein Foto machst, ja, hast du relativ langweilige Landschaft, auch wenn die Stimmung schön ist. Hast du aber irgendwas mit dem Bild. Hier, so ein Störer. Ist es ein bisschen gefälliger. Das Ganze. Wir verlassen hier mal den War das schlussendlich gar kein Reh? Oh,
sagen. Oh, das ist ein Fuchs da unten. Ein Kojote oder sowas. Nee, das war ein Reh. Da hinten ist es. Schade. Das hat uns jetzt gesehen. Und hat sich verdrückt. Das hat schon was. Weil wenn wir das mit P machen und nicht einfach nur einen Screenshot machen, dann haben wir unten rechts diese Anzeige-Elemente nicht drauf. Also wenn wir hier einfach quasi im Spiel ein Foto machen, was ja auch manchmal hier die Aufgabe ist, einfach nur irgendwas abzufotografieren. Missionen. Der Nebel hier entlang zieht. Ich weiß nicht genau. Ich habe hier mal so eine so ein Fort. Warnruf Reh, jawohl. Mist. Jetzt dreht es mir den Rücken zu. Wenn man könnte jetzt von hinten in. Halt, ich muss mal, warte. Die Empfindung ändern. Mist. Ja, komm, wir warten, bis sie es wieder umdreht. Ich ruf's mal. Das war nix. Wieso habe ich 75 Meter eingestellt? Das war natürlich auch ein Schmarrn. Ich wollte eigentlich 150 einstellen. Ich renne da trotzdem mal hin. Wir haben sie getroffen. Sehr wahrscheinlich halt an der völlig falschen Stelle. Wir nehmen hier mal das Gebiet mit. Oh, sie ist gestorben. Zu erkennen an diesem hier auf unserem Ding, an diesem dunkelroten oder halt an diesem roten oder ledernen Punkt. Sobald sich die Karte verfärbt, quasi ist das Tier verstorben. Tödlicher Treffer. Ach, da liegt es ja. Das ist ja gar nicht weit gekommen. Da war der Schuss doch nicht so schlecht. Effizienz 97, weil es ein Stück weit ist es doch. Bronze-Rang. Lungenflügel links. Naja, so ungefähr habe ich gezielt, ist richtig. War nicht ganz perfekt, aber. Es ist nicht sehr weit gelaufen, also es war ethisch durchaus vertretbar, würde ich sagen. Hat nicht lang leiden müssen.
andere Reh ist dahinter. Ich renne da mal ein Stück. Tu da oben dann langsam. Weil vielleicht ist es einfach nur ein Stück weiter gelaufen und hat dann in den Dammhirsch in eine ruhigere Gangart umgeschalten. Ja, mal nachladen. Ich denke, der war gut. Auch wenn wir 300 Meter eingestellt haben. Das konnte ich jetzt nicht mehr umschalten auf die Schnelle. Natürlich an hier, ne? Lungenflügel links, Lungenflügel rechts. Ein sauberer Schuss. So muss es sein. Ne? Entweder bei den Lungenflügel oder natürlich unten, so leicht von hinten hier unten rein, eine Lunge und dann ins Herz oder von vorne natürlich. Entweder genau in die Mitte ins Herz, ziemlich weit unten, oder so leicht schräg, dann hat man auf alle Fälle den Lungenflügel und das Herz dabei. Noch ein Reh. Da ist die ganze Herde. Warte mal kurz. Können wir die anhalten? Einfach nur so ein bisschen Interesse wecken. Nein. Keine Lust haben die auf uns. Die wissen schon wieso. Ganz deppert sind die ja auch nicht. Wenn wir Glück haben können, dass sie so eine Nachzügler zurückgelassen haben. Weil einen gibt es ja immer hinterher, die so einen verpeilten. Der. Oh, wo sind denn die anderen? Den gab es in der Schule schon immer, beim Klassenausflug. Und zwar gibt es mit Sicherheit auch hier. Dammhirsch. Waren das Dammhirsche? Oder Rehe. Hier. Ja. Den nachzurennen macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn. War der Kroll auch der falsche Freund? Schauen
ist ein männliches Tier. Mal kurz. Ich schau mal schnell, wie weit das weg ist. 140 Meter. Da passt es ja. Ich warte noch ein bisschen hier einfach. Sie noch ein bisschen näher kommen. Und hoffe einfach, dass der mich nicht sieht. Oder dass die mich nicht sehen. Nicht so schnell, mein Freund. Aber langsam. Der war da gar nicht so schlecht, der Schuss. Der ist einfach auch wieder zu weit gelaufen, um da wieder 100% zu bekommen. Na, da haben wir beim Effizienzbonus 54%. Ja, Schuss war gar nicht so schlecht. Lungenflügel rechts. Hier, das Bein durch in die Lunge. Aber der ist einfach zu weit gelaufen. Haben wir nur eine Lunge erwischt, weil wir durchs Bein durch mussten. Ich habe zwar die Munition, die Polymer mit der höheren Durchschlagkraft, aber gerade hier weggelaufen. Noch eins. So. Ich mache hier an der Stelle jedenfalls mal Schluss und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Heute war es einfach mal ein bisschen anderer Tag. Habe euch mal mitgenommen hier auf die The Hunter Call of the Wild Welt. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich drehen die mir den Rücken zu, gell? Das war zu, der hat mich verzogen. Mist. Der war völlig verzogen. Nach oben. Da war vorher schon etwas zu lang die Luft angehalten. Jetzt hat der gerade ausgeatmet oder ein, wie auch immer. Das war jetzt gar nichts. In dem Moment, wo ich abgedrückt habe. Aber, hoi.
dachte, der war ziemlich weit oben. Tatsächlich, naja, wie ich mir gleich gedacht. Aber, weil er gleich umgefallen ist, überall 100%. Brustwirbelsäule, da haben wir Glück gehabt. Das war jetzt nicht ganz korrekt, aber okay. Passt. Sehr schnell gestorben. Da sind wir zufrieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen mit dem Abschuss. Und ich will jetzt mal was essen gehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.